Hallo! Die Lootchest ist da. Nach, naja, ist, ja, wie sagt man es am besten? Nach einer längeren Verzögerung. Ah, dann habe ich noch mit Lootchest für eine lustige Geschichte. In ihrem System ist aus Versehen wohl mein Abo gelöscht worden. Tja, was für mich eigentlich mehr oder weniger diesen Monat nur heißt, es ist für mich umsonst. Naja. Am nächsten Monat zahlen wir die Nummer ja wieder und sind jetzt mal gespannt, was drin ist. Wir haben ja Weihnachtsloot-Chest. Bisschen enttäuscht, dass wir kein Rot oder so haben. Gucken, wie es aufgeht. Diesmal so. Und wir schauen direkt rein. Es dauert das wieder so lange. Oh nein. Das sieht aus wie Butters. So. Oha. Nee. Ah nein, ich sehe zu viel. Oh Mann. Hier. Ach komm, okay. Wir sehen uns erstmal das T-Shirt direkt an. Muss ich gerade ein bisschen überlegen. Ach, auspacken. Kommt ja gleich in der Wäsche, bevor es mal angezogen wird. Hier, das muss dann. Ich hoffe mal, dass die Helligkeit und so okay ist. Ich habe jetzt noch einen Platz gesucht, wo ich die Videos immer mache, damit wir da Ruhe haben. Und es ist. Ach, ja, okay, ja. X-Wing, E-Wing, jetzt, ja, okay, ja, hab's verstanden. Ja, jetzt, der winkt mit den Zaunpfahlen. Ich habe ein bisschen gebaut. Das ist cool. Yay, eine Butters-Figur. Ich verstehe. Captain Chaos hätte ich vorgezogen, ehrlich gesagt. Aber okay. Ach, ist cool. Ich mag so eine kleine Dinger. Also bis jetzt kann ich ehrlich gesagt noch nicht meckern. Ich meckere sonst sehr gerne. Mich guckt hier schon so ein Mario-Puzzle an. Aber erstmal gucken wir hier. Was haben wir hier? Sonic Spark, ja, das ist okay. Okay. Ist dieser. Ja. Hier kann man. Ich habe keinen Dunst. Wenn irgendjemand Ahnung von Doctor Who hat, könnte mir der mal privat sagen, was das hier ist. Ich meine, gut, Gabel, Löffel, okay, aber sonst verstehe ich das Teil irgendwie nicht. Sonst verstehe ich das Teil gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht. Finde ich jetzt ein bisschen scheiße. Was haben wir hier? Ein Star Wars. Oh! Das ist ja geil. Ich baue die nächsten Tage ja wieder den nächsten Tag hier Weihnachtsbaum auf und so. Hier haben wir eine Christbaumkugel. Ah, mal ein bisschen heran. Autofokus. Ja, siehst du. Wunderschön. Das kommt sich doch super an Baum hängen, oder? Ja, guck an. Hopp. Ja, guck mal. Das geht doch auf jeden Fall. Schön. Bröckelt jetzt schon irgendwas runter? Irgendeine Masse? Geht mir schon auf den Sender. Ich sehe immer noch dieses riesen Super Mario-Teil da unten liegen. Vorsichtig, nicht kaputt machen. Oh, ein Zuckerstange. Ich plobiere sofort. Ja, du Schwein. Zuckerstange. Vielleicht ist mir gerade ein Stück Zahn weggeflogen, ich weiß es nicht. Aber lecker. Und dann, ich denke mal, das fehlt hier. Kurz ausspucken wir dort. Ja. Das letzte sein und das ist. Boah. Ein Super Mario Puzzle mit 500 Teilen. Uiuiuiuiui. Das finde ich gut. Nicht für mich, aber. Mal schauen, wer damit was anfangen kann, werde ich mal gucken. Auf jeden Fall geil. Also muss ich sagen, schön großes Puzzle, 500 Teile. Optimales Motiv. Das finde ich mal sehr fragwürdig, diese Logos. Ne? Auch die mit diesem Triskelen drauf. Das sieht immer aus. Ist im Moment immer so. Oh, mal kurz. Ein Loot-Chest-Aufkleber. Ist das hier ein Aufkleber oder? Oh, ich mit meiner Zelle gefühlt immer, wenn ich was auspacke, ne? Ach ja, zu meinen Fingern, ne? Es gab ja vor, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen, hatte ja jemand die Meinung, Moment, hatte sich ja jemand überlegt, mir einen blöden Kommentar zu schreiben. Von wegen, ich soll mir doch die Fingernägel schneiden. Deswegen habe ich es jetzt eine Woche wachsen lassen. Guckst du dir an, du Hund? So, ja, war Aufkleber. So, Karte, dann haben wir hier noch unser Äffchen. Guck mal hier zum Beispiel die Preise, T-Shirt, da haben wir immer 15 Euro. Das Super Mario Pose kostet 95. Ja gut, ich bin nicht kaufen. Ach, das ist einfach hier ein Griffel. Ein Gabel und Löffel. Mehr ist es dann doch nicht, okay.
Ehrlich gesagt, ich hätte es noch nicht verstanden. Ach, das ist dann. Ja, toll. Wieso kriege ich keinen Kenny? Wieso habe ich den scheiß Butters mit dem fetten Schädel? Scheiß. Eine Zuckerstange. Eine Weihnachtskugel kostet 6,95. Wollt ihr mich verarschen? Eieiei. Ja, Lutschels, da habt ihr euch was Tolles überlegt. Das werde ich irgendjemandem zukommen lassen. Mit Kindern. Da ich allerdings weder mit Kindern was zu tun habe, noch mit irgendwelchen anderen Leuten, wird das schwierig. Dieser Göffel hier, den werde ich gleich mal auch noch ausprobieren. Da ist mir mein Joghurt mit. Und die Zuckerstange haue ich mir rein und ach, das klebt die Suppe. Und da haben wir auch noch unseren Butters und dann noch ein T-Shirt. Und Butters ist sogar plus. Wo haben sie den Scheiß her? Hier, komm, wir gucken mal auf die Jahreszahl. Damit wir sehen, ob die uns hier einen alten Scheiß andrehen. Das steht nämlich irgendwo nämlich bei South Park irgendwie mal irgendwo drauf. Das war ich nicht. 2008. Da drehen sie die alten Scheiß an. Verkaufen mir das als Plus. Wo du 5 Euro mehr bezahlst. Ich habe 5 Euro mehr gezahlt für dieses Teil hier. Gut, grinst doch mal. Okay, das war's mit der Lutsche. In diesem Sinne. Wuppa, wuppa. Ich freue mich. Das finde ich hübsch. Packe ich auch nicht aus. So. In diesem Sinne. Ich gehe mir erstmal. Wo ist denn schon wieder mein verschissenes Feuerzeug?